Hallo Leute, hier ist eure Nini. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute reagiere ich, wie ich es im letzten Video schon angekündigt habe, auf eure Insta-Bilder und Insta-Videos. Ihr konntet nämlich unter dem Hashtag Ninis Reaction eure ganzen Bilder und Videos hochladen. Und es kamen echt einige Videos und Bilder zusammen. Ich glaube knapp 150. Also vielen, vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ihr könnt natürlich weiterhin gerne Sachen zu diesem Hashtag auf Insta hochladen. Schaut dafür einfach vorher nochmal in die Infobox. Und da habe ich euch einmal alles Wichtige dazu hingeschrieben. Und euch außerdem nochmal mein letztes Video verlinkt. Da habe ich das nämlich auch nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. So, und jetzt würde ich sagen, fangen wir auch schon an mit dem allerersten Video. Ich bin nämlich mal sehr gespannt, was ihr denn so alles Schönes gemacht habt. So, und das hier ist jetzt das erste Bild. Ich finde das super schön. Also ich finde, dass du super gut das ganze Bild belichtet hast. Und außerdem, ich liebe dein Pullover. Ich wollte schon so lange so einen NASA-Pullover haben, aber ich habe ihn einfach nicht gefunden. Aber es sieht super, super gut aus. Und du lächelst auch. Ich finde das immer ganz wichtig, dass man auf seinen Bildern lächelt. Und finde es dann teilweise immer so ein bisschen schade, wenn man sein Gesicht irgendwie mit der Hand versteckt oder ein Emoji drüber macht. Weil ihr doch eigentlich alle ein super schönes Gesicht habt. Teilweise erlauben es die Eltern nicht, dann kann man das natürlich nachvollziehen. Aber ich finde, es ist immer schön, wenn man selbst so richtig mit dem Gesicht zu sehen ist und auch ein bisschen lächelt. So, und hier haben wir jetzt eine Katze. Ich kenne mich mit den Katzenrassen gar nicht so gut aus, aber sie sieht auf jeden Fall super süß aus und ich finde das richtig krass. Die hat mega die blauen Augen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch irgendein Haustier habt oder ganz wichtig, ob ihr eigentlich lieber Hunde oder Katzen mögt. Und ich kann mich gar nicht entscheiden, weil es halt so total zwei unterschiedliche Tiere sind und ich sie beide einfach so süß finde und ich es mir liebe, irgendwelche Tierbilder anzuschauen. Und ich habe gerade nochmal ein super süßes Bild zu mir gefunden. Ja, ihr habt da ganz viele Edits auch noch mit reingepostet, die sehe ich gerade alle. Und dieses hier finde ich auch super süß von einer Page von mir. Und zwar ist das einmal, da steht halt mein Name, Nini Flash. Und im Hintergrund sind solche Süßigkeiten mit drauf. Und es sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Und von den Farben her ist das natürlich auch super. Alles so in pastelligen Tönen gehalten. Aber auch alles so schön rosa und blau. Vor allem hast du solche coolen Kreisestriche, wie auch immer, um mich rum gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und du hast dann noch Nini Flash gefällt deinen Beitrag und einmal mein Profil mit reingemacht. Also, ich glaube, ich werde dieses Edit mal eben schnell in meiner Story reposten. Wartet mal einen Moment, denn das mache ich dann immer ab und an mal bei ein paar Edits. Ich kann es natürlich nicht immer bei allen Edits machen, aber ich mache es eben bei einigen. Ich will euch natürlich in der Story auch nicht zu sehr zu spammen, aber ich gebe mir mal Mühe, einmal am Tag oder zweimal am Tag vielleicht ein Edit in meine Story zu posten. So, das nächste Bild ist so ein Friendship Goal und zwar steht da auch noch als Bildunterschrift: Es heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft. Und ich finde das super schön, diesen Spruch, weil der auch einfach total wahr ist. Und es sieht richtig cool aus, denn ihr habt das in solchen Sträuchern gemacht. Also, dass die Kamera irgendwie in solchen Sträuchern stand. Und Respekt, Leute. Ich glaube, ihr musstet das mit einem Selbstauslöser machen. Das habe ich auch schon mit einer Freundin gemacht. Dann mussten wir so ganz schnell wieder dorthin rennen, wo wir das Foto machen wollten. Es war auf jeden Fall total witzig. Und es sieht auch super cool aus. Ihr habt euch einen super Ort rausgesucht. Mit super coolem Wetter auf jeden Fall. Keine einzige Wolke, außer die Wolken da hinten. Aber sonst einen schönen blauen Himmel. Und es gefällt mir einfach sehr gut. Vor allem, weil es eben mit einer Freundin ist und ihr zusammen einfach richtig gute Laune versprüht. So, das ist das nächste Bild und du hast gerade ein Salto gemacht und das ist eine perfekte Momentaufnahme. Vor allem geht auch gerade die Sonne so unter, man hat noch so einen schönen leichten Sonnenuntergang und du machst einfach diesen Salto und ich kann auf jeden Fall gar keinen Salto. Ich krieg den gerade mal so hin, wenn man irgendwie im Jumphaus ist oder so, in dieses Würfelbad, wie auch immer man das nennt. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Das kriege ich gerade noch so hin, aber ein Salto so ganz normal, wenn man irgendwo steht, kriege ich auf gar keinen Fall hin. Deshalb auf jeden Fall mein Respekt und richtig cooles Bild. Dieses Bild ist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr Tumblr, finde ich, mit der Rose und so. Ich finde allgemein, sobald man eine Rose hat, sieht das Bild einfach total Tumblr aus. Und du lächelst auch, bist total happy drauf. Und ich finde es super, du rückst halt eben total in den Vordergrund, weil der Hintergrund eben so schön pastellig, lila ist. Gefällt mir sehr, sehr gut, damit auch eben du und vor allem auch diese Rose ganz, ganz gut auffallen. Also auch für dieses Bild einen Daumen nach oben.
Das ist auch mega cool. Du machst gerade so ein Kunststück auf dem Rücken von deinem Vater, glaube ich. Und ich finde das mega cool, dass dein Vater da mitgemacht hat. Und das ist einfach krass, was du da machst. Du bist einfach gerade mit den Armen, hältst dich so. Du hast eine extreme Körperspannung. Und das auch noch so im Garten, finde ich total cool, weil das einfach so, weiß ich nicht, bodenständig und so spontan rüberkommt. Das finde ich einfach super sympathisch, dass es so im Garten aufgenommen wurde. Halt schön im Grün und sowas, auch wieder bei gutem Wetter. Und auf jeden Fall Respekt an dich und deinen Vater, vor allem auch, dass dein Papa mitgemacht hat. So, und jetzt mal ein Bild von Ikea, glaube ich, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass es von Ikea ist. Finde ich auf jeden Fall eine witzige Idee, sich da so reinzusetzen. Und ich glaube, es ist mitten in der Couchabteilung aufgenommen worden. Nur ich finde es ein bisschen schade, dass du dich eben so wegdrehst, dass man dein Gesicht nicht sieht, weil ich halt immer gerne schaue, wie bist du so drauf auf dem Bild und wie gesagt eben immer dieses Lächeln so sehr liebe. Aber ansonsten finde ich es eine richtig witzige Idee, sich da so in diesen Einkaufswagen, Schiebewagen, ich weiß gar nicht, wie man diesen Wagen da nennt, auf jeden Fall reinsetzt. Finde ich total witzig. Und wenn man ganz nah ranzoomt, so im Hintergrund sind dann noch die IKEA-Verkäufer, finde ich auf jeden Fall sehr witzig. Das ist zwar jetzt keiner von euch, aber ich finde es trotzdem witzig, dass man da so einen Screenshot macht. Und zwar, ihr kennt sicherlich Victoria Sarina, sind auch sehr coole YouTuberinnen, wie ich finde. Und da hat eben Sarina dieses Zeichen hier gemacht. Und immer wenn man reinguckt, ich denke, ihr kennt das, da wird man halt einmal kurz geboxt. Und Vicky sagt dann eben, dass sie nicht reingeguckt hat. Und dann wurde nochmal der Blick ganz genau verfolgt. Und ich glaube, Vicky hat doch reingeguckt. Was meint ihr? So, jetzt kommen wir zu einer weiteren Page. Und zwar ist die von der lieben Mila. Die war meine allererste Page. Und hier sehen wir das. Sie hatte nämlich eine total witzige Idee. Und zwar hat sie so eine Ninimunity, also eine Zeitschrift quasi, digital rausgebracht. Und ihr seht jetzt hier einmal das Titelbild. Hashtag Ninimunity. Da wurde ein Bild von mir ausgeschnitten. Und lasst uns doch mal schauen, was in dieser Zeitschrift drin ist. Ich finde das so witzig, diese Idee. Und zwar 3 exklusive Plakate. Kennt ihr das Lieblingsessen? Nein, im Interview hat sie es verraten. Ja, ich wurde sogar interviewt per DM. Dann extra ein Autogramm von Nina, da kommen wir später noch zu. Dann Hashtag Ninimunity Merch, neu. Hier gibt es natürlich nicht in Wirklichkeit, das war, ist natürlich alles ausgedacht, finde ich aber super witzig. Und Interview mit der Hashtag Ninimunity, da wurden noch 2 interviewt. Und trifft sie so viele Stars, Julia Beautix, Paola Maria, Dagi B, weil ich habe ja jetzt schon den ein oder anderen YouTuber getroffen. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die erste Seite. Ich werde euch nicht alle Seiten zeigen, vielleicht könnt ihr einfach selber mal reinschauen, weil ich das blöd finde, euch jetzt alle Seiten vorwegzunehmen. So, auf jeden Fall habe ich hier erstmal einen kleinen Witz. Und zwar, warum kann die Birne fliegen? So, dann wurden 2 Leute interviewt, finde ich auf jeden Fall auch total witzig. Müsst ihr euch mal durchlesen, das lese ich euch jetzt nicht alles vor. Dann nochmal hier so ein Kreuzworträtsel, wie gut ihr mich kennt, das könnt ihr ja auch mal machen und es einfach ausfüllen und dann vielleicht in eure Story stellen, einmal mich und die Page markieren, fände ich auf jeden Fall ganz witzig. Und dann hier der Hashtag Ninimunity Merch und zwar einmal ein Hashtag Ninimunity Kaktus und ein Kissen. Und dann haben wir hier nochmal ein kleines Interview mit mir, da habe ich 2 Fragen beantwortet. Und dann habe ich hier noch einmal meine Unterschrift. Ich weiß sogar, woher die Unterschrift kommt. Und zwar hatte Mila einmal bei einer Verlosung gewonnen. Und das war ganz witzig. Dann hat sie die, glaube ich, irgendwie abgemalt oder so. Oder irgendwie kopiert. Ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht hat. Auf jeden Fall finde ich das super cool. Und dann hier eben nochmal die Poster. Und trifft sie so viele Stars. Das könnt ihr euch dann ja auch nochmal in Ruhe anschauen. Jetzt habe ich hier zwischen den ganzen Mädels nochmal einen Jungen gefunden. Und du warst hier auf dem Bild auf Mallorca. Ich finde das Bild richtig cool. Ich finde auch diese Steine sind so der typische Mallorca-Style. Und es ist sicherlich noch aus dem Urlaub. Finde ich auf jeden Fall cool. Kommt nochmal ein bisschen Urlaubsfeeling dabei rüber. Und ja, also es gefällt mir sehr gut. Ich finde es cool, dass auch mal ein Junge zwischen den Mädels ist. Ja. So, das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Ich grüße jetzt noch einmal die liebe Zoe und die liebe Svenja. Und falls du dieses Mal noch nicht dabei warst, dann lad doch einfach auch noch ein weiteres Musical.ly bzw. TikTok oder ein Bild unter dem Hashtag NisReaction hoch. Wie gesagt, denk dran, vorher einmal in der Infobox zu schauen, bevor du eben dieses Bild hochlädst. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und vorher, bevor ich mich jetzt komplett von euch verabschiede, Leute, abonniert doch einfach nochmal ganz schnell meinen Kanal, wenn ihr noch kein Abonnent seid, um Teil der Hashtag Ninimunity zu werden. Und schaut auch gerne nochmal auf Insta vorbei, da heiße ich Nini_Flash. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao und goodbye!